Ja, die dritte Folge Nostell. Ich bin jetzt gerade beim Mimimento und dort kommt Captain America's Huhn. Ach, du winkst schon wieder? Ich kann gerade nicht winken, weil ich im Chatfenster schon bin. Ja, ich bin, habe blöderweise die Quest letztes Mal nicht angenommen, weil ich dumm bin. Jetzt kann ich nochmal winken. Ja, Mimimento nagelt einen eigentlich ziemlich fest. Oho. Ja, du hast Nageln gesagt. Oho. Niveau von 5. Klasse. So, jetzt müssen wir unser. Hast du das schon gefangen jetzt, das Viech? Nein, 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 beim letzten Mal ist es fehlgeschlagen. Okay, wir müssen jetzt das glückliche Bolli fangen. Ja, Nee. park dein Huhn hier unten, dann kannst du Ja, gleich. ich hab's schon abgehängt. Also, ich hab's eigentlich. Ja, müsste stehen bleiben. So, wir haben ja schon das Huhn gefangen, aber jetzt kann ich's nochmal genauer erklären. Wir hauen jetzt auf das Viech drauf hier. Also, ich hau jetzt auf das und der haut auf irgendein anderes. Bis es im gelben Bereich, würde ich mal sagen, ist. Und dann drücken wir, das habe ich gerade auf der neuen, den Einfangskill und hoffen, dass wir es fangen. Hey, ich hab's gefangen. Meine Familie hat nun ein weiteres Mitglied. Ich bin nicht meiner Familie. Boah, wir kriegen voll geiles Haustierfutter. Los, fang! Fang doch endlich! So, ich bin jetzt automatisch in mein Miniland geportet worden. Das ist das Miniland. Nein, schade. Die Stimmung ist wieder fehlgeschlagen, jetzt darf ich warten. Ja, 30 Sekunden Cooldown. Naja, ich muss jetzt sowieso gerade im Miniland Sachen machen. Das ist das Miniland, habe ich euch einmal gezeigt. Und das ist unser neues Pet, das ist Level 1. Aber wir nehmen es trotzdem jetzt mit anstatt dem Huhn. Und wir füttern dem das Futter. Weil ich sonst eigentlich eh keine Verwendung habe dafür. Das Futter ist sozusagen, es gibt dem Viech EXP und auch Vertrautheit. Ja. Wie ihr seht, unser Wolli ist jetzt Level 4 im Gegensatz zu unserem Huhn, was Level 5 war und hat auch noch etwas weniger HP. Aber das ändert sich noch. Das kriegt dann später mehr als das Huhn. Und es hat 13% Schattenresi. Nett. Schon wieder fehlgeschlagen. Und hier in diesem Miniland werden halt die Pets gelagert, sage ich mal. Und auch die Partner. Und die Partner, man kriegt später Partner. Ja. Das sind eigentlich nur noch ein zusätzliches Pet, was man nehmen kann, nur dass halt Partner heißt. Und man kann ja auch noch Dekorationen und so reinstellen. Und auch ein Itemlager, was recht wichtig ist. Hast du jetzt ein Wally? Nein, ich mache mich aber wieder dran. Ja, dann fang mal. Währenddessen setze ich mich hier hin und guck dir zu. Ich müsste mich jetzt irgendwo hin auf den Noswell-Wiesen bewegen, wahrscheinlich zum nächsten TS. Also ist schon wieder verkackt. Anscheinend. Ach, du bist so ein Nutzloser. Mach mal Aufnahmestopp, bis ich es habe. Ja. Also bis. Wir sehen uns, wenn der Hansel dort sein Wolli gefangen hat. So, er hat's endlich geschafft! Nach 5 Stunden! Ja. Und er hat's auch nach anfänglichen Schwierigkeiten das Zeug gefüttert und jetzt gehen wir. Bewegen wir uns zum Punkt, wo wir uns hinbewegen sollen. Man kann auch einfach auf die Minikarte klicken. Ja, ich weiß schon, dass man sich zum Bewegen auf die Minikarte klicken. Hier ist der Kreis. Ein magischer Leuchtkreis. Soll ich reingehen oder nicht? Ich gehe einfach mal rein. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas Schreckliches passiert. Ja, 5 Meter weiter im Timespace. Das muss eben schon komisch vorkommen, wenn hier einfach drei Steine und ein Klickzeichen rumschweben, ne? Diesmal kannst du mir folgen. Diesmal folge ich dir. Du führst, ich folge. Ein Folge, ein Führer. Oh, jetzt krieg ich aber keine Storytelling-Sachen. Aber das ist ja auch unwichtig. Bei mir fährt gerade wieder irgendeine 1,5 Tonne vorm Fenster lang. Glaubst du, man darf Führer auf YouTube sagen? Ich habe das schon in vielen. Im Also. letzten IC, im Let's Show, Teil 2, im IC, hat irgendjemand was gesagt von wegen, kennt ihr den Adolf? Und ich habe dann gesagt, also ich kenne schon den Adolf, so im Sinne von, ich kenne schon den Adolf. Das habe ich schon wiedergebracht, also. Ja, hauen wir die Siedel ist kaputt. Wo gehen wir? Müssen wir eigentlich lang rüber oder runter? Was meinst du? Na, geh du mal rechts lang, ich geh unten lang. Oh, wir trennen uns. Ist das etwa eine Sackgasse? Ich muss jetzt hier Vampis besiegen. Komische Kugeln mit Flügeln. Immer noch bessere Vampire als Twilight. Darauf ein Amen. Oh, stirb bitte. Oh, da kommen noch mehr. Oh. Na, ich muss jetzt auch Vampis klatschen. Lustig, ich muss für den Zielschuss mit der Steinschleuder
mit dem Skill näher ran als für den Energiebolzen. Lustig. Eigentlich ist es dumm. Och, komm, stirb, du blödes Bambi-Viech. Das ist den harten Schlag, den ich mache. Oh, mein Hulk. Hulks glückliches Volley ist. Hulks glückliches Volley ist ein Level up. Ich komme jetzt zu dir runter. Also Leute, merkt euch, geht nicht den Weg dort drüben lang. Bist du jetzt runter wieder oder rüber? Ich bin unten. Bist du unten, dann gehe ich mal auch wieder runter. Gibt's dort was? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin gerade. Bonuszeit! Geil. So, da ist die Bonuszeit. Ich habe die Vampis geklatscht. Ey, Bonuszeit. Bonuszeit ist immer gut. Ist wieder Fernsehzeit mit Adelheit. Nee. Wenn man sich im SPTS übrigens nicht beeilt, dann kann man das mit der Zeit schon ziemlich knapp werden. Mein Freund hier kann ein Lied darüber singen. Ich weiß schon. Gehst du unten lang, ich geh rechts? Irgendwo muss der Ausgang sein, also. Ist er bei mir oder ist er bei dem Typen? Bei mir. Sackgasse, beeil dich, die Zeit wird knapp. Aber haben wir gerade noch geredet, ne? Ja. Ach, obwohl bei der ist jetzt außer der Reichweite von meinem Energiebolzen, gell? Oh, wir haben's geklärt. Damit bin ich ja noch am Vampis klatschen. Jedenfalls im anderen Raum ist der Ausgang. Kriege ich die Rüstung oder kriege ich das andere? Oh, jetzt haben wir nicht alle. Oh, fest. Geil, ich habe die Rüstung, die wir gerade anhaben, auf Rare 4 bekommen. Ich habe die auf Rare 3 bekommen. Das ist trotzdem besser als Rare 2. Hoah! Epics! Da wird man ganz geil hier aufs Loot. Mm. Ja. Ja, jetzt haben wir. Wie viele Rüstungspunkte gibt denn die mehr jetzt als die andere? Okay. Ich habe so viel unnützes Zeug, dafür kriege ich sicher um die 5 Gold. Moment mal, die Rüstung kann den schlechten Effekt verhindern. Echt? Ja. Ach, sie schützt vor den Nachwirkungen der Wiederbelebung. Das ist ja eine geile Sache. Sowas müssten mehr Rüstung haben. Warte, ich guck nochmal nach, was die andere Belohnung gewesen wäre. Ah, zwei kleine Heiltränke. 300 hat. Wie wird's los? Also auf zu Mimi Mentor. Schon wieder? Ja, sie ist halt der Mentor. Der Mimi Mentor. Und voll der Blitz draußen. Und sehen, gleich wird er hier einschlagen, dann ist auch immer die Aufnahme zu Ende. Ich hoffe nur die Aufnahme. Nicht, dass du dann irgendwie ein brutzliges Stück. Naja, ich weiß nicht. Klar wird dann ein brutzliges Stück sonst was hier stehen. Da hab ich doch, ist mein Monitor doch noch neu. Ich meinte nicht dich. Oh. Naja. Wenn ich schnell genug die Hand von der Maus nehme, dann, ne. Obwohl, das kommt doch ganz schön unerwartet dann. Beim nächsten Mal, wenn ich bei dir bin, klebe ich sie dir an die Maus ran. Oh Gott. Ey, wir haben einen neuen Skill gelernt auf Job 8. Also ich auch. Boah, der Wirbelschlag, der eigentlich ziemlich schwach ist. Hast du jetzt bei beiden auch 0%? Ja. Juhu, jetzt sind wir wieder gleich. Fuck. Yeah. Wir müssen eine goldene Halskette herstellen. Das ist schon wieder die erste. Eine edle goldene Halskette. Eine edle goldene. Da kann ich euch gleich mal das Crafting zeigen. Das Crafting mit diesen Werkzeugen und den. Später gibt es dann noch so Waffenschriftrollen. Die keiner macht, man kauft die sich im Bazar, weil es viel zu aufwendig ist. Man kicke hier, wir sehen, was wir hier brauchen. Eine antike goldene Halskette, die haben wir gerade von Mimi Mentor bekommen. Donnerfluss, Sand, dem Zellerpuder ein wichtiges Material. Und das, natürlich das Herstellungswerkzeug. Jetzt packen wir die hier rein, produzieren. Dann tanzen wir so eine Runde. Falls, wenn ihr auf irgendwas warten müsst, während ihr was craftet oder so, dann tanzen sie ja nicht immer. Das hängt auch von den Spezialisten ab, die haben meistens ihre eigenen Tänze. Ihr dürft euch nicht bewegen, sonst bricht's ab. Wäre dann ganz dumm. So, jetzt kommen wir zum nächsten relativ wichtigen NPC noch. Die anderen sind ja eigentlich. Theodor und Schluri sind jetzt nicht so wichtig, aber die kann wenigstens noch was, nämlich Optionen in Schmuck einfügen und dann sehen wir. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Halskette bekommen. Zeige ich euch mal, die Stats ist für Level 14, hat nix, die kann nix. Da muss man sogenannte Zellons, nämlich Edelsteine, also in anderen Spielen so Gems einfügen. Damit, und da ist Soraya. Ja, könnt ihr euch mal kurz angucken.
Die sehen wir eh nicht oft. Die hat keine viele Quests. So, jetzt wird uns erklärt, was Zellon ist. Zellons haben auch verschiedene Stufe. Je höher die Stufe, desto besser. Und man kann aber nicht jede Stufe in jedes Dingense. Oh, hallo, ich... Quatsch die bei dir jetzt auch über Calvin Coach und du kannst keine Option in die Kette einführen? Ich hab einfach geskippt. Aber bei mir redet die jetzt, wenn ich sie anquatsche, immer noch über Calvin Coach. Dann skipp das einfach, die Leute werden das eh nicht lesen wollen. Und wir haben dafür ein Lunchpaket erhalten, das wir mit ihr geredet haben. Das müssen wir aber direkt zu Calvin bringen. Ja, und ich muss dann nochmal zurück, weil ich die Option ne bekomme, die Zellons, die wir bekommen haben, einzufügen. Dabei will ich das doch zeigen. Moment mal. Ja, das sollen wir von der Quest wegen aber jetzt noch nicht machen. Oh, ich habe die Erweiterung des harter Schlagskills gelernt. Uhu. Zu 5 mehr Schaden oder so. Jetzt dürfen wir wieder zum Merkel-Mix. Yeah, yeah. Wir werden ganz schön rumgescheucht, aber dafür, dass wir dann edle Schwertkämpfer bzw. Magier werden, lohnt sich das. So edel wie Magier sind. Eigentlich sind die Kreuzritter die edlen, aber... Ja. Och, Mimi Mentor, was willst du denn? Ach, Malcolm Mix, oh. Hör mir auf mit diesem Nerd. Das musst du gerade sagen. Und? Jetzt dürfen wir erfahren, dass Malcolm wieder über etwas grübelt. Oh Gott. So jetzt dürfen wir rote Früchte sammeln, juhu. Da, zu dem Zweck werden wir gleich weiter teleportiert. Oh, warte doch mal auf mich. Ja, grübel, grübel, grübel. Der macht mich noch wahnsinnig, mich auch. So, in Timespace 10, wo ist denn... Wir werden ja natürlich nicht gleich in den Timespace geportet, sondern daneben. Schaffen wir den noch in 3 Minuten? Ich würde sagen, ja. Schließlich. Ich glaube ja nicht. Aber gleich bekommen wir eine trendige Brille, eine neue Schleuder und dann noch den Mandragora-Ohrenschutz. Mandragora-Ohrenschutz. Geiler Scheiß. Ja, wir werden später herausfinden, wozu die gut sind. Mhm. Beziehungsweise, was Mandragoras sind. Oh Gott, versiegelter Schlüssel Nummer 1 oder der andere da unten? Such du aus. Wollen wir mal gleichzeitig? Nee, das kriegen wir hier nicht. Wir nehmen den oben. Da entscheidet jetzt, ob wir den langen oder den kurzen Weg gehen müssen und wir kriegen den kurzen Weg. Was jetzt nicht unbedingt das Gute ist, weil wir ja die roten Früchte von den Vampis hier sammeln müssen. War das eigentlich der TS mit dem Wolli? Ich glaube nicht, der kam später erst, oder? Nee, der kam auf der Minenprärie. Hast du die jetzt auch bekommen, die ich aufgehoben habe? Ja. Gut, die Quest wird also geteilt. Das ist schon mal nett. Hau drauf. Rote Früchte hebt... ein glücklicher Hamster. Droppt der auch die Teile oder droppen nur die Vampis die? Na, ich glaube, ich fang mir den. Kannst du den dir fangen? Ach, du bist Level 10. Und? Hat's geklappt? Nö. Hat's geklappt? Nö. Nein. Nee, hat wirklich nicht geklappt. Ich sehe, ja, wenn es fehlschlägt. Da ist noch einer. Kannst du keinen nochmal versuchen. Ah, nee, ist ja auf Cooldown. Nee, probier du es doch mal. Muss ich das Viech fangen? Ich brauch das doch gar nicht. Ich weiß nicht. Hat noch zu viel HP im Moment. Oh, nee, es hat ja auch Cooldown, obwohl es überhaupt erst versucht hat zu fangen. Noch ein Vampi, noch mehr rote Früchte. Okay, man braucht wohl wirklich scheinbar nur einen Raum. Und Blitz draußen, totale Zerstörung. Und ja, die rote Früchte eigentlich ist schon fertig, aber wir müssen trotzdem noch den Ausgang suchen. Feind in Sicht! Energiebolzen! Klingt sie, hört sich geiler an, als es eigentlich ist. Geh du mal nach links. Da ist noch so ein Viech, ich weiß. Ja. Nein, jetzt trenne ich wieder zu dem. Weil ich auf Leertaste gedrückt habe. Leertaste ist automatisch den nächsten Gegner anvisieren und angreifen, also. In anderen Spielen ist das Tab, also den nächsten Gegner auswählen. Hier ist es Leertaste. Tab ist hier Skill-Leisten wechseln von 1 auf 2. Hast du jemals die zweite Skill-Leiste benutzt? Natürlich. Hast du jemals in einem Spiel außer Elsword wird die zweite Skill-Leiste benutzt? Naja, hier zum Beispiel. Ach. Ich hab Hast du sie benutzt? Hast du ja gesagt? Ich hab nein verstanden. Also, nee, ich hab bei manchen Charakteren habe ich direkt die Reihenfolge der Skills genommen, wie sie gekommen ist.
Und bei manche und auf der zweiten habe ich dann die individuelle eingesetzt. Bei Jäger habe ich das ja auch verschieden eingestellt. Naja, kann schon sein. Die individuelle wird da trotzdem nicht gespeichert, oder? Doch. Also ich meine, dann weiß doch, dass es die wieder umsortiert, wenn man eine andere SP hat und da wieder die Skills anders hat. Ja eben, deswegen habe ich die zweite benutzt. Ich, da wird das nicht umsortiert. Nein, 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 ich erkläre es beim nächsten Mal. Boah, geil, Nossmail-Schutzengel! Kannst du haben. Nett! Das ist toll. Gibt ja auch Partnerschutzengel inzwischen. Die haben ein Bob-Gesicht. Echt? Gut riechen, soft und hell? Gut riechen, soft und hell. Das Tor ist nicht verschlossen. Das bildest du dir ein. Hulk. So, welche Farbe krieg ich? Blau. Hast du pink gekriegt? Ich gucke. Die Box wird... Nein, lila. Naja. So, rüsten wir uns noch schnell neu aus. Wir können die trendige Brille und den Mandragora-Ohrschutz nehmen. Die Holzschleuder noch nicht, die ist für Level 12. Die Kette können wir auch noch lange nicht ausrüsten. Aber wir machen hier erstmal wieder Folgenende. Yay, sehe ich nicht nerdig aus? Guck mich an. Ich bin der Abenteurer. Ciao. Ciao, Alt B. Mit Alt und W und Zahl und Buchstaben macht man diese Smileys, yay.